Ja, hallo, hier bin ich wieder. So, Klappe auf. Da hinten ist immer noch mein Strahl, den ich da abgelassen habe. Wow, der geht ziemlich hoch. Ja, wir haben letztes Mal hier Lagerfeuer gebaut und die Hütte, hätte ich fast gesagt, ja, die Hütte ja auch, dieser hier. Und die Kiste. So, da haben wir ein paar Sachen drin, die lasse ich mal da drin. Das sind so ein paar Sachen, die im Moment jetzt nicht ganz so dringend brauche. Und ich würde sagen, wir erkunden mal ein bisschen die Insel hier. Wir wollen ja mal ein bisschen was kennenlernen. Nur wenn wir jetzt in die Richtung gehen, klar, da hinten kann man auch hoch, wie ich sehe. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir hier uns die Karte angucken und das Wasser, bleiben wir erstmal so ein bisschen am Strand, ne? Hier haben wir Steine. Gut. Eigentlich immer 5 Stück irgendwie sowas, die wir aufnehmen können. Das reicht ja auch. Mal gucken, wo wir Fleisch bekommen und was wir an Fleisch dann finden können. Hier sind gelbe Pflanzen. Wow. Okay. Da gibt es auch Fasern draus. Aber die will ich jetzt erstmal nicht haben. Schöne Gelb, das ist toll, das gefällt mir. So, hier ist ein bisschen Matze. Flatsch, 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 flatsch. Oh. Schöne Farbe. Ja, ich weiß, neuer Level. Ach, damit der nicht darunter eigentlich mal sehen, was. Wir haben jetzt Level 5. Dann machen wir noch mal einen auf Gesundheit. Und dann. Ja, pups. Was könnte man denn da noch machen? Nahkampf? Wie wäre das mit Nahkampf? Ein bisschen stärker oder sowas? Ich weiß es nicht. Ausdauer. Mal sehen, wie lange wir eigentlich denn so im Normalfall laufen können. Nahrung, ja, Wasser, das kann so bleiben. Den Nahkampf können wir ein bisschen. Wollen wir denn nach und nach eine starke Frau haben? Und ja, nicht da eben stundenlang auf dem Dino einkloppen müssen oder sowas. So. Die Insel hier, die gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall diese Ecke hier erstmal im Norden. Die ist auf jeden Fall mehr friedlich als böse, sagen wir mal so. Die Flugsaurier, die machen nichts. Triceratops, die machen auch nichts. Hinten, keine Ahnung, was das jetzt ist. Könnte auch ein Vogel sein. Auf jeden Fall. Oh, da haben wir einen Steak. Also kein Steak zum Essen, sondern, ne? Wenn man ein Floß hat, dann kann man da anlegen oder ablegen, wie auch immer. Das ist ja mal. Wer hat denn den gebaut? Ich nicht. Das ist ja mal was Schönes hier. So. Da oben haben wir ein vierbeiniges Dino-Wesen. Da muss man halt dann gucken, wie der noch genauer aussieht. Man hat nur einen langen Schwanz. Ja. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Oh.
Gehst du weg. Ein blöder Kombi. So, der hat 8-mal Fleiß und 11-mal Leder. Alter. Na, Dodo? Ich lass dich mal, ne? Ja. Ach ne, jetzt haust du ab, ne? Jetzt bist du verletzt, jetzt haust du ab. Oh, wie süß. Sind die verletzt dann? Kannst du überhaupt schwimmen? Ja. Jetzt will er was von mir und dann, wenn er verletzt ist, haut er ab. Was für ein Heini. Eine Schildkröte. Was sagt denn unser Hunger? Ach, das ist noch gut. Gesundheit ist auch gut. Bei 21 Grad oder so. Hier liegen dicke Steine rum. Wow, aber die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Dann bin ich ja wieder überlastet. Hallo, Schildkröte. Level 55. Okay. Hier ist auch viel Holz zu sammeln. Das ist toll. Und hier liegt schon wieder verdorbene Fleiß rum. Warum? Warum liegen die hier? Wer hat die umgebracht? Ha. Auf jeden Fall. Wie so ein echter Wal oder was, haben die Öl. Und das ist ein Dodo. Und noch einer. Und noch einer. Gleich drei auf einmal. Toll. Ich würde euch ja gerne mit zu mir nach Hause nehmen, aber ich habe noch kein Gehege oder sowas, wo ich euch einsperren kann. Wow, der eine hat Level 130. Und Kack. Und der Kack auch hier. Okay. Und noch ein Dodo. Okay. Sieht aus wie so ein Gallimimus. Okay. So ein normales Bett können wir uns noch nicht bauen, ne? Mit unserem Level. Wo wäre denn normales Bett? Finde ich jetzt da einfaches Bett. So, das Bett haben wir. Aber
hier das ein bisschen zu schräg. Alter, was ist das denn für ein Riesenwal hier? Das ist ja wieder so ein Freund, den wir im letzten oder vorletzten Video hatten, Alter. So ein Riesenkiller. Vielleicht hat der ja die anderen umgebracht. Das ist gut möglich. Denn da liegt auch einer, wie ich sehen kann. Alter, ist das ein Riesenvieh, ey. Das kann sein, dass der alleine sein will und hat hier seine ja, Kollegen oder so umgebracht. Der ist gerade am Tauchen und spielt alle meine Entchen, weil er seinen Schwanz in der Höhe hat. Also, man könnte vielleicht hier was bauen. Hallo, wie geht's euch? Was hast du für ein Level? 90. Du gehst irgendwie so komisch. Wow. Ja, freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hier ist wieder so einer, der was Wertvolles hat. Schöne Metall, das ist geil. Gut, hier ist noch einigermaßen eine schöne Ecke. Die ist nicht ganz so steil. Dann würde ich sagen, baue ich hier noch mal eine kleine Hütte hin. Mit meinem Bett. Aber um das jetzt alles hier zu haben, brauchen wir natürlich auch wieder Holz und Stroh. Gesundheit haben wir. Nahrung. Wenn wir jetzt zum zweiten Mal hier auf Nahkampf gehen. Haben wir wie viel? 110. Okay, das kann erstmal reichen. Ausdauer. Wie lange kann man denn laufen? Das können wir ja mal testen. Boah, das ist auf jeden Fall lang genug erstmal. Über eine halbe Minute also. Gut. Na, das reicht erstmal so weit. Also, da bin ich echt lange gelaufen eben. Wenn da mal ein Gefährlicher kommt oder zwei, würde ich sagen, und wenn die auch nicht schwimmen können, dann hätte man Zeit genug ins Wasser zu gehen und ja, gut, jetzt aber nicht da, wo das Riesenvieh ist, weil wenn er dich einmal schnappt, dann bist du natürlich auch wieder weg, also. Wir machen einmal so. Fasern weiß ich jetzt nicht. Nehmen wir auch mal wieder ein paar mit. Also die Ecke gefällt mir deutlich besser, also deutlich besser so rum. Und ich hacke und hacke und hacke. Und hier sieht man auch solche. Wow, das ist auch so ein großer Langhals.
Gut, dann lass mal sehen für meine Hütte. Da brauche ich wieder Fasern. Und für die Wände brauche ich auch Fasern, klar. Und überall brauche ich Fasern. Das machen wir. Wieso habe ich jetzt die Tür? Ich habe doch da den Untergrund ausgewählt. Warte mal, könnte man denn jetzt? Das war da gut, jetzt auch gut. Machen wir hier hin. Nummer 1 und Nummer 2. Nochmal ein paar Fasern einsammeln. Jetzt brauchen wir wieder Stroh. Weiß zwar nicht, warum ein Baum Stroh gelagert hat in sein Innenleben, aber na gut. Ich tue mal eine Wand hier unten hin. So, die Tür haben wir. Da habe ich dann aus Versehen noch eine. Aber egal. Wir haben erstmal eine Wand. Dann nehmen wir noch eine Wand. Noch eine Wand. Und noch eine Wand. Ich würde mal sagen, oh, keine Ahnung, ist egal. Da kommt noch eine Wand hin. Und hier kommt noch eine Wand hin. Und für die andere haben wir noch, das ist gut. Die ist da von unten drin. Ich sehe es nicht. Doch da. So. Dann kommt gleich die Tür noch damit rein. Ach, die haben wir jetzt doch nicht da unten. Dachte ich direkt da. So. Aber aus Versehen meine Axt da. Du kommst mal schnell. Hallo. Da wieder hin. So, da fehlt noch eine Wand. Und ein Dach brauche ich dann noch.
So. Was fehlt jetzt noch für der Wand? Ach, Fasern. Ja. Fasern. Wow, das hat gedonnert. Da kommt was runter, okay. Hallo, ich brauche etwas Fasern. Danke. Wow. Die anderen Male, wo wir unterwegs waren, hat es gar nicht gedonnert. Das ist ja mal super. Gefällt mir. Das riecht so schön nach Wasser hier, wenn der Regen fällt. So. So, jetzt fehlt nur noch ein Dach. Habe ich mir vorhin so gedacht. ja. Einmal und nochmal. So. Dann haben wir hier die Tür. Wow. Kann ich da noch ein Bett hinstellen? Dann würde ich sagen, mache ich das mal eben. Ein Bett. Wo ist denn unser Bett? Da brauchen wir ganz viel Fasern, ganz viel Holz. Leder brauchen wir. Halleluja, ganz viel Leder. Und ganz viel Stroh. Fetzig mal Leder. Na gut, dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Wobei. Lass mal sehen, ob wir das da auf. Aber grün, glaube ich, könnten wir aufkriegen, ne? Mal sehen. Vielleicht gibt es da ja was Nützliches für uns, wenn man das. Nein, wir brauchen Level 90 oder was? Nein, Dom 15. Level 15 brauchen wir. Gut. Dann gehe ich mal zu meiner Kiste. Was war jetzt mit dir? Warst du gefährlich? Muss ich noch mal, war jetzt gar nicht. Wo ist denn meine Stange hingekommen? Dachte, die hätten wir hier unten. Ich habe meine Stange. Nee, ich habe meine Stange nicht mehr. Ich weiß, habe ich nur eine hingemacht? Jetzt wollte ich jetzt keine Strohtür machen, aber egal. Warte mal. Manchmal drückt man dann irgendwelche Knöpfe da unten und dann ist man was am Bauen, was man noch gar nicht haben will.
schöne Dodos. Ja, ich guck noch mal eben in die Kiste rein. Und das nächste Mal denke ich, starte ich dann wieder bei der Hütte. Denn ich glaube jetzt nicht nochmal zurück hier in der Folge. Wow. Denn den Weg erspare ich euch dann nächstes Mal. Hier ist der Steg. Hopp. Denn man sieht hier, man kann ganz weit laufen und ja, das erspare ich euch nächstes Mal, den Rückweg. Laufe ich alleine zurück und dann, hier ist ja wieder kälter, wie geht denn sowas? Ist ja kaum zu glauben, ey. Nein, ich will jetzt nicht normal laufen. So, da hinten haben wir den dicken Felsen. Wow. Hier ist mein... Naja. Wir brauchen ganz viel Holz, ganz viel Leder und so weiter. Steine brauche ich im Moment nicht, die können wir ablegen. Aber was wir machen können, wäre ein bisschen Fleisch. Braten. Hier haben wir Stroh, ganz viel. Aber gut, einmal 100 Leder hätten wir. Was sagt die Gesundheit? Halleluja, die geht runter. Und wie schnell die runter geht. Wow. Aufwärmen. Packen da mal Fleisch rein. Können wir nebenbei noch was zu essen machen. Oh, die Kiste ist schon voll. Na gut. Schade. So, ich brauche... Was wollte ich jetzt machen? Das Bett wollte ich machen, genau. Fasern haben wir genug. Wir brauchen jetzt noch jede Menge Holz. Haben wir gerade noch so. Aber kriegen wir auch schnell zusammen. Leder. 11 haben wir. Wir brauchen 40 Leder. 40 Leder. Moment, 40. Da haben wir 100. Ich lasse mal hier in den Inventar rein. So, Leder haben wir jetzt auch. Gut, 15 Holz und 80 mal Stroh. Das heißt, so, Stroh haben wir auch genug. Und 15 Holz, da haben wir 30 Holz. So. Jetzt können wir hier ein Bett hin machen. Bauen erstmal. So.
Wir sind am Feuer und haben die Fackel an und das nützt nichts. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Die Gesundheit geht aber hier ganz schnell runter. Naja, wir haben ja jetzt das Bett, dann können wir da wieder aufwachen. Aber das mache ich dann nächstes Mal, Freunde. Das Feuer scheint ja nicht mehr zu helfen heute. Die Gesundheit geht nämlich runter. Und das bedeutet, wir sind gleich weg vom Fenster und dann ist auch erstmal gut. In der nächsten Folge dann, wenn das jetzt nicht besser wird, wachen wir in der Hütte auf. Oder halt davor, wo auch immer. Denn Bett haben wir ja hier noch gar nicht, aber... mache ich das dann erstmal dahin zur Not. Dann haben wir erstmal ein Bett und dann nächstes Mal kommt das andere Bett in der anderen Hütte rein. Okay, Freunde, wir sind hier am Ende. Meine Fackel hilft nicht mehr. Das Feuer hilft dann auch nicht mehr. Noch 12, 11, 10, 9. Ja, pup. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich da in der Hütte wach werde. Und ich bleib hier liegen. Bis dahin. Auf Wiedersehen, euer Andi.